Wenn Kinder nicht in die Schule wollen, dann kann das viele Gründe haben. Schulabsentismus bedeutet, dass Kinder oder Jugendliche über einen längeren Zeitraum der Schule fehlen oder abwesend sind, dafür nicht entschuldigt sind, also beispielsweise nicht eine längere Krankheit haben, im Krankenhaus sind und dadurch entschuldigt sind, sondern es Gründe gibt, die es dann herauszufinden gilt, weswegen einzelne Stunden im relevanten Anteil oder aber ganze Tage oder Zeitabschnitte kein Schulbesuch für die Kinder oder Jugendlichen möglich ist, sodass es einen Einfluss auf die Schulleistung hat, Schulstoff verpasst wird, sodass vielleicht so große Lücken entstehen, dass der Schulstoff auch nicht mehr gut nachgeholt werden kann. Schulabsentismus kann im Großen und Ganzen drei Gründe haben. Das eine ist, es gibt eine Schulangst, das heißt, die Kinder oder Jugendlichen haben real Ängste, Unsicherheiten, in die Schule zu gehen, entweder weil etwas in der Schule wirklich Angst macht, zum Beispiel schwere Mobbing-Situationen, Bedrohungssituationen, ich empfinde den Lehrer sehr streng, sodass es mir Angst macht und ich überfordert bin, oder aber ich komme mit der Leistungsanforderung nicht gut klar, vielleicht weil ich viel verpasst habe, vielleicht aber auch, weil es zum Beispiel Lernstörungen wie Leserechtschreibstörungen oder eine Rechenstörung geben mag, schwere Konzentrationsstörungen. Der zweite Grund ist, dass es Gründe gibt, warum Kinder eher zu Hause bleiben und gar nicht erst von dort losgehen mögen. Das können emotionale Gründe haben, dass es zum Beispiel psychische Belastungen bei den Kindern gibt, wie Angststörungen, Depressionen, schwere Trennungsängste. Vielleicht gibt es Situationen innerhalb der Familie, die für das Kind bedeuten, es ist erstmal für mich sicherer, vielleicht zu Hause zu sein, mitzubekommen, was passiert da. Also es gibt immer eine innere Situation, die die Kinder sozusagen im sicheren Zuhause hält. Das sind oft auch Kinder, die über einen Zeitrahmen dann aber auch weil sie merken, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, nicht in die Schule zu gehen, zum Beispiel auch nicht zum Einkaufen mehr gehen, Freunde nicht mehr treffen, also wo der soziale Rückzug immer mehr wird. Und es gibt eine dritte Form, wo das sogenannte Schuleschwänzen-Thema ist. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen gehen nicht in die Schule, weil sie keine Lust haben, weil sie zu einer Peergroup gehören möchten, weil sie verleitet sind. Auch vielleicht, weil es Schwierigkeiten in der Schule gibt, die aber auf diese Art und Weise vermieden werden, sodass man immer ganz genau schauen sollte, warum ein Kind oder ein Jugendlicher Fehlzeiten in der Schule hat oder schulabstinent ist. Immer erstmal mit der eigenen Schule sprechen und schauen, ob man herausfinden kann, ist etwas in der Schule schwierig, aber auch mit den dortigen Lehrern und auch den angegliederten Unterstützungssystemen der Schulbehörde zusammen zu gucken, kann es Unterstützungsmomente geben. Vielleicht gibt es schon Hinweise auf Probleme, die auch lösbar sind. Ansonsten ist auch immer die Frage, gibt es emotionale Gründe, die ein Kind vom Schulunterricht fernhalten oder Schulbesuch fernhalten? Und in dem Rahmen würden wir empfehlen, dass es eine emotionale Diagnostik gibt, das heißt, dass zum Beispiel die Kinderärzte, niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte, Ansprechpartner für diese Sorge wären und gemeinsam überlegt werden kann, wie kann eine entsprechende, dann oft kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik stattfinden.